An der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg gibt es 10.688 Studierende und 2.028 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Damit ist die Universität neben den städtischen Kliniken eine der größten Institutionen der Stadt Oldenburg. Doch warum trägt die Hochschule den Namen des Publizisten und Friedensnobelpreisträgers? An der Karl-von-Ossietzky-Universität haben wir einige Studierende befragt. Das habe ich irgendwann mal gelesen, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Also ich habe gar keine Ahnung. Und du? Karl von Ossietzky war. Oh Gott, das ist ja. Der hat im Dritten Reich für den Frieden irgendwie gekämpft. Ich glaube, er war auf der Links. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wusste es mal, aber ich habe es verdrängt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Nein, der war. Karl von Ossietzky war ein politisch aktiver Mensch in der Zeit nach dem. Nee, während des Nationalsozialismus. Der hatte irgendwas, glaube ich, keine Ahnung. Ich habe es mal gehört, bevor ich hier angefangen habe zu studieren, aber ich weiß es nicht mehr. Der hat. Ich weiß es auch nicht. Ich wusste es mal. Ich rate jetzt aber nicht, das wird zu peinlich. Der hat irgendwie die Nazis verpetzt. Karl von Ossietzky war ein linkspolitischer Schriftsteller zur Zeit des Nationalsozialismus, hat sozusagen auch sich gegen den Nationalsozialismus gerichtet, ist dafür ins KZ gekommen und musste dort sterben. Und den Friedensnobelpreis hat er auch noch gewonnen. Ja, das ist das, was mir so spontan einfällt. Da ich nicht weiß, wer der Typ ist, eher nein. Ich glaube, im Endeffekt merkt sich das eh keiner. Die meisten sagen, ich studiere an der Uni Oldenburg und nicht an der Karl-von-Ossietzky-Uni Oldenburg. Nee, eigentlich nicht. Sie heißt halt Karl-von-Ossietzky-Universität und ist okay so. Keine Ahnung. Hab mich nie weiter damit beschäftigt. Eigentlich schon. Also ich weiß jetzt leider nicht, wer es ist. Prinzipiell finde ich das aber ja ganz cool, dass man sie halt... Das ja, eigentlich, ja. Eigentlich sollte man es wissen, ja. Das ist eigentlich die Stadt, ja, dass wir das jetzt alle nachgucken. Ich finde das schon gut, dass sie das durchgesetzt haben, dass die Uni offiziell Karl von Ossietzky Uni heißt. Weiß ich nicht, ich finde es jetzt nicht so entscheidend, ob sie jetzt einen Namen hat oder nicht. Ich habe mir das nach dem Standort ausgesucht und nicht nach dem Namen. Ja, ich finde das gut. Ich auch, finde vor allem die Taube schön als Symbol. Mir persönlich bedeutet der nicht so viel. Ich habe aber aus meiner Familie mitbekommen, dass der schon sehr wichtig war, damals für die Studenten, die diesen Namen durchgesetzt haben gegen die Verwaltung der Uni. Aber vor allen Dingen auch an der Bedeutung von dem Namen Ossietzky an sich. Am 3. Oktober 1889 wird Karl von Ossietzky in bürgerlichen Verhältnissen in Hamburg geboren. Ohne Abschluss verlässt er die private Mittelschule. Im Laufe seiner Jugend arbeitet er beim Hamburger Amtsgericht und als Mitarbeiter der Zeitschrift Das Freie Volk. Politisch engagiert er sich in der Demokratischen Vereinigung und in der Deutschen Friedensgesellschaft. Diese Organisationen setzen sich für die Friedenswahrung, ein direktes Wahlrecht und die Trennung von Kirche und Staat ein. Während des Ersten Weltkriegs dient Ossietzky als Infanterist an der Westfront. Seine Erfahrungen, die er in der Schlacht bei Verdun macht, verarbeitet er in einem Artikel gegen die Romantisierung und die Fortsetzung des Krieges. In den Nachkriegsjahren arbeitet er für den Hamburger Arbeiter- und Soldatenrat, der sich für die neu entstandene parlamentarische Regierung und gegen den Militarismus erhebt. 1913 heiratet er Maud Litchfield Wood, eine Engländerin mit indischen Wurzeln. Sie haben eine Tochter. Im Juli 1919 zieht Ossietzky mit seiner Familie nach Berlin. Dort wird er Generalsekretär der Deutschen Friedensgesellschaft, der auch Käthe Kollwitz und Albert Einstein angehören. In den nächsten Jahren schreibt Ossietzky Artikel und Berichte für das Wochenmagazin Die Weltbühne. Hier lernt er den Journalisten und Gesellschaftskritiker Kurt Tucholsky kennen. 1927 überlässt Tucholsky Ossietzky das Amt des Chefredakteurs. Im November 1931 wird Karl von Ossietzky im Weltbühne-Prozess aufgrund seiner kritischen Tätigkeiten angeklagt und wegen Verrats militärischer Geheimnisse zu 18 Monaten Haft verurteilt. Ich gehe nicht aus Gründen der Loyalität ins Gefängnis, sondern weil ich als Eingesperrter am unbequemsten bin. Nach seiner Freilassung lehnt Ossietzky trotz der drohenden Gefahr durch die Nationalsozialisten die Flucht ins Ausland ab.
In der Nacht des Reichstagsbrandes im Februar 1933 wird er von der Gestapo in Berlin-Spandau verhaftet, verhört und gefoltert. Im März wird die Weltbühne verboten. Im April wird Ossietzky in einem Konzentrationslager bei Küstrin inhaftiert und ein Jahr später in das KZ Esterwegen nahe Oldenburg überführt. Dort trifft ihn der Schweizer Diplomat Karl Jakob Burkhardt. Er beschreibt ihn als zitterndes, totenblasses Etwas, ein Wesen, das gefühllos zu sein schien, ein Auge verschwollen, die Zähne anscheinend eingeschlagen. Erst unter dem öffentlichen Druck der Olympischen Spiele wird der an Tuberkulose erkrankte Ossietzky im Mai 1936 ins Staatskrankenhaus der Polizei nach Berlin verlegt. Während Ossietzky um sein Leben kämpft, stellt die Liga der Menschenrechte den Antrag, dass Ossietzky den Friedensnobelpreis bekommt. Eine weltweite Bewegung wurde in Gang gesetzt, zu deren Befürwortern auch Thomas Mann und Willy Brandt gehörten. Erfolgreich. Am 23.11.1936 wird dem schwerkranken Karl von Ossietzky der Friedensnobelpreis verliehen. Das sagt ja schon einiges aus. Das ist ein Preis, den nicht alle bekommen, der sehr ausgesucht ist für Persönlichkeiten, die durch ihre Wertvorstellung, ihre Lebenshaltung vorbildhaft sind für die Gesellschaft. Und mit Karl von Ossietzky haben wir einen liberalen Denker, der sich sehr mutig auch gezeigt hat, gerade in der Zeit des Nationalsozialismus, der sich eingesetzt hat für seine Ideale der Freiheit der Republik. Die Annahme des Preises wird Ossietzky nach langem Ringen erlaubt. Jedoch darf er nicht nach Oslo reisen. Im gleichen Atemzug beschließt Hitler, dass kein Deutscher mehr einen Nobelpreis annehmen dürfe. Am 4. Mai 1938 stirbt Karl von Ossietzky an den Folgen schwerer Misshandlungen und der Tuberkulose im Krankenhaus Berlin-Westend. Das Ehrengrab Ossietzkys befindet sich in Berlin auf dem Friedhof Niederschönhausen. Das Gedenken an Ossietzky wird in Oldenburg erstmals nach 34 Jahren durch Hans-Henning Adler aufgefrischt. Der Jurastudent und Funktionär der Deutschen Kommunistischen Partei schlägt 1972 Ossietzky als Namensgeber der Universität Oldenburg vor. Der Name für eine Universität ist auch immer ein Symbol und sollte ein Zeichen setzen. Ossietzky war während seines Lebens, während der Weimarer Republik, in der Nie-Wieder-Krieg-Bewegung aktiv. Er hat sich als Journalist aktiv für Friedenspolitik eingesetzt und damit dem Zeitgeist widerstanden, der zunehmend von den Nazis bestimmt wurde, die eine Revanche für den verlorenen Ersten Weltkrieg haben wollten. Deshalb wurde er später auch Friedensnobelpreisträger. Und die Friedensorientierung sollte auch eine Orientierung für die neue Universität sein. Es sollte ja eine andere Hochschule sein als die traditionellen, die es damals schon gab, in Göttingen und Heidelberg und so weiter. Man wollte einen Neuanfang setzen und dafür eine demokratische Hochschule sein. Dennoch verbinden sich mit diesem Namenswunsch ungeahnte Probleme, die sich über zwei Jahrzehnte nicht lösen lassen. Es ging dabei weniger um Karl von Ossietzky selbst. Die Persönlichkeit und der Wert dieser Persönlichkeit war unumstritten, würde ich denken. Es ging darum, dass der Vorschlag von der falschen Seite kam. Also die falsche Seite hatte den richtigen Namen vorgeschlagen, kann man fast sagen. Die politische Instrumentalisierung der Person Ossietzkys beginnt 1972. Die DKP, die in der ersten Phase den Vorschlag Karl von Ossietzky-Universität überwiegend alleine trägt, kann sich nicht durchsetzen. Es kam aus den Reihen der DKP und es gab immer diese Vorstellung, da gibt es Lenkungen von Seiten der DDR, die versuchen auf diese Weise in die Wissenschaftslandschaft der Bundesrepublik hineinzugreifen, zu kanalisieren, zu kontrollieren. Und das waren die Befürchtungen, glaube ich, der Seite, die sich ausgesprochen gegen diese Namensgebung ausgesprochen hatte. Das zweite Problem liegt in der bis dato versäumten Forschung zu Ossietzky. Durch die mangelnde Aufklärung macht sich ein großer Widerstand in der Bevölkerung gegen den Namensvorschlag breit. Ja, man muss zunächst mal sagen, Oldenburg als solches war auf diese Namensgebung so gedanklich gar nicht vorbereitet. Ossietzky war weitgehend unbekannt. Und der Zusammenhang zu Oldenburg war ja auch nur der, dass er eben lange Zeit im KZ Esterwegen war, was in der Nähe von Oldenburg liegt. Und das ist ja auch irgendwo der regionale Bezug. Aber die Oldenburger kannten ihn nicht, weil auch gar keine Kultur dafür bestand, sozusagen seiner zu gedenken. Die Nordwestzeitung startet 1973 eine Leserbefragung, in der sie alle Vorschläge der Namensgebung zur Abstimmung stellt. Die Vorschläge waren breit gefächert. Neben Karl von Ossietzky sind auch Graf Anton Günther, Wilhelm Heinrich Schüssler, Gustav Stresemann,
Karl Jaspers und Universität Oldenburg dabei. Ja, es war vor allen Dingen die hiesige Zeitung, die NWZ, die mit im Spiel war letztlich, die eine Umfrage auch unter den Bürgerinnen und Bürgerinnen gestartet hat in Oldenburg, welchen Namen sie präferieren würden für diese Universität. Und da stand der Name Karl von Ossietzky, wenn ich mich recht erinnere, auf dem dritten oder vierten Platz, also nicht ganz oben. Und insofern hat sie natürlich auch die Meinung mitkolportiert, dass das eigentlich nicht der richtige Name sein sollte. Und die hat dann so eine Umfrage gemacht bei den Lesern und dann sozusagen die Unkenntnis der Oldenburger praktisch ausgenutzt, sodass dann für Karl von Ossietzky nur sehr wenige Stimmen abgegeben wurden. Und dann wurden noch so absurde Alternativen vorgeschlagen wie Graf-Anton-Günther-Universität oder eben die neutrale Formulierung, die dann eine Mehrheit gefunden hatte. Das Ergebnis der nicht repräsentativen Umfrage ist eindeutig. Die unumstrittene Mehrheit der 3.111 Teilnehmenden entscheidet sich für Universität Oldenburg. Die Wahl eines Namens mit Ortsbezug besitzt für die 3% der Oldenburger, die wählten, eine größere Identifikation als der bis dahin weitgehend unbekannte Karl von Ossietzky. Man muss dazu noch sagen, es war eine Zeit, die 70er Jahre, da galt es auch als etwas altmodisch, Universitäten nach Persönlichkeiten zu nennen. Man plädierte davon, Peter von Oertzen war einer derjenigen, dass man einfach die Unis nach ihrem Standort bezeichnete. Also Universität Oldenburg war die Vorstellung, die man dann stark machte in der Zeit. Es gab damals eine Diskussion um die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und das war für mich auch gedanklich so der Ausgangspunkt, zu sagen, Gott, eine solche Diskussion um einen Namen, womit ja auch immer was verbunden ist, die könnte Oldenburg nicht schaden. Und vor diesem Hintergrund habe ich auch diesen Namen vorgeschlagen. Ne? Das war in der Tat aber bei den meisten Hochschulen nicht üblich. Man wollte sich eher unpolitisch geben, man wollte eher neutrale Namen verwenden. Der dritte und weitreichendste Konfliktpunkt ist, dass der Streit längst zu einer Grundsatzfrage der Landesregierung in Hannover geworden ist. Aus koalitionspolitischen Gründen verweigert ausgerechnet die SPD-FDP-Landesregierung den Namen. Unter der ab 1976 regierenden CDU eskaliert der Konflikt. Sie nimmt die Namensgebung zum Anlass, das Weisungsrecht des Staates gegenüber den Universitäten zu demonstrieren. Das Kultusministerium widerspricht der Namensgebung des Gründungsausschusses der Universität Oldenburg, das sich in der Grundordnung deutlich für den Namen Ossietzkys ausspricht. Dagegen machen sich im Jahr 1974 die ersten Gegenstimmen bemerkbar. Die spektakulären Konflikthöhepunkte zwischen der Universität mit ihren Studierenden und den Landtagsfraktionen gipfeln in den Jahren 1974-75. Zum Start des ersten Semesters bringen Studierende in einer nächtlichen Aktion den Namenszug Karl von Ossietzky-Universität am Turm des Allgemeinen Verfügungszentrums an. Dies hat nicht nur wütende Proteste der konservativen Oldenburger Bürgervereine zur Folge, auch Wissenschaftsminister Jost Grolle will gegen die Eigenmächtigkeit der Universität vorgehen. Am 27. Juni 1975 wurde der Schriftzug deshalb unter dem Schutz eines 200-köpfigen Polizeiaufgebots überstrichen. Dann, die Geschichte kennen Sie ja, dass das dann wieder gewaltsam entfernt wurde und der Kultusminister Grolle, SPD, sich damals fürchterlich international blamiert hatte, weil er diesen Namenszug entfernen ließ. Das ist ihm, glaube ich, heute noch peinlich. 4 Tage darauf bringen die Studierenden den Namenszug mit wetterfesten Kunststoffbuchstaben wieder an. Das Präsidium erklärt, dass es die Buchstaben nicht noch einmal entfernen lasse. Das neu gegründete Bürgerkomitee Karl von Ossietzky-Universität Oldenburg organisiert im Dezember 1976 eine Informationsveranstaltung. Hierzu äußern sich viele prominente Deutsche, unter anderem Willy Brandt und Günter Grass, in Sympathieerklärungen für den Namen Ossietzkys als Universitätsnamen. Anlässlich des 40. Todestages des Publizisten werden im Jahr 1978 an der Universität Oldenburg demonstrativ Ossietzky-Tage veranstaltet. Hier wird auch das durch Spenden finanzierte Mahnmal auf dem Campus der Universität Oldenburg enthüllt. In den Steinsockel sind folgende Worte Ossietzkys eingelassen. Wissenschaft und Technik waren nicht in erster Linie da zu helfen. Sie schufen Werkzeuge der Vernichtung, Werkzeuge grässlichsten Mordens. Wir müssen die Wissenschaft wieder menschlich machen. Aufgrund des wachsenden Zuspruches in der Bevölkerung beschließt das 88-köpfige Konzil der Universität in Selbstverwaltungsangelegenheiten, die Universität nach Karl von Ossietzky zu benennen. Der neue Wissenschaftsminister Eduard Pestel erklärt den Beschluss des Konzils für rechtswidrig. Daraufhin erhebt die Universität Oldenburg beim Verwaltungsgericht Klage.
Das Gericht urteilt im Februar 1980, dass aufgrund des neuen niedersächsischen Hochschulgesetzes nur der Landtag berechtigt sei, über Namen von Universitäten zu entscheiden. Somit war der Beschluss von Konzil und Senat der Universität verworfen. In den 1980er Jahren finden noch weitere 5-mal die Ossietzky-Tage statt, in deren Zentrum nicht nur Karl von Ossietzky und seine Zeit, sondern auch aktuelle gesellschaftspolitische Themen stehen. In diesem Zeitraum überlässt die Tochter des Friedensnobelpreisträgers Rosalinde von Ossietzky-Palm den Nachlass ihres Vaters der Universität. Nach dem Wahlsieg der SPD und der Grünen im Jahr 1990 kommt es mit Zustimmung der CDU zur Novellierung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes. Hiermit fällt das Recht der Namensgebung in die Autonomie der Hochschulen. Damit ist der Weg, der 2 Jahrzehnte dauerte, im Jahr 1991 offiziell geebnet. Seitdem trägt die Universität den Namen Karl von Ossietzky Universität Oldenburg. Beim Festakt zur Namensgebung am 3.10.1991 entschuldigt sich Gerhard Schröder im Namen der Landesregierung bei Rosalinde von Ossietzky-Palm dafür, was das Land Niedersachsen dem Namen ihres Vaters angetan hat. Karl von Ossietzky als Person war nicht das Problem, sondern das, was politisch aus seinem Namen gemacht wurde. Und dieser Name ist mehr als nur ein Schriftzug an einem Uniturm, was eine Oldenburger Studentin im Rahmen einer Befragung wie folgt ausdrückte. Mit der Entscheidung für den Namen Karl von Ossietzky Universität verpflichtet sich die Universität, den von Ossietzky vertretenen Prinzipien treu zu bleiben.